And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Again, after a few months of, of having a break at playing this game, we're back at doing so. So we're in Montfaucon. We talked to the clown and we got ridiculed by these people here. There's a manhole cover that we can examine. In der Mitte des Platzes ist ein Kanaldeckel. Ich frage mich, ob es unter der Straßenebene noch etwas Wichtiges zu entdecken gibt. I think we still have the manhole. Yeah, we still have that device. Probably cannot use it right now. Or do we? Hey, hey Sie, was haben Sie da zu suchen? Lassen Sie gefälligst den Deckel in Ruhe. Sofort! Ah. Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Bleiben Sie da bloß weg! And now we have discovered the purpose of this policeman. Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. We could try Eine knallrote Plastiknase. Yeah, we could try to give him an electroshock. Tackchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Es wäre ungerecht, jemanden die Handfläche zu verbrutzeln, der sich durch seine geschickten Hände ernähren muss. And I think we already tried that. Okay. So let's go to whatever. Wait, hold on a minute. Ich muss wohl mal there's something that we can click on. Ein verzierter Brunnen steht in einer Ecke des Platzes. Ich muss wohl mal im Sommer herkommen, um ihn in Betrieb zu sehen. Jetzt ist kein Wasser drin, das munter herumplätschern könnte. Und das vergammelnde Laub, das sich darin sammelt, ist irgendwie kein vollwertiger Ersatz dafür. Okay. This is some kind of mausoleum. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Eine Reihe alter Kirchenbänke, wunderschön geschnitzt und auf Hochglanz poliert. Ich stelle mir all die Leute vor, die im Laufe der Jahrzehnte dort gesessen haben. All diese Pariser Hinterteile, die festen Pobacken der jungen Damen, das schwabbelige Fleisch der alten Männer. Das ist kein angenehmes Bild, daher gehe ich geistig lieber zurück zu den jungen Damen. Wow! Okay, that was a bit odd. The timing of, the voice acting. The last line, I mean. Can we click on this too? Ich habe keine Zeit zum Rum. No, that's the bench. Okay. Ins Gebet vertieft wartet er auf den jüngsten Tag. Das Grab eines Ritters, auf dem sein Ebenbild auf immer in Marmor ruht. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Could this be the grave of a Templar? Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Sich vorzustellen, dass da ein toter Kerl drunter liegt. Ein Ritter aus Stein liegt auf dem Boden der Kirche. Der zweite steinerne Ritter von vieren, die auf dem Kirchenboden liegen. Ich staune, dass Philippe Le Bel diese Gräber in Ruhe gelassen hat.
Aha, there's something that we can interact with. Something about that scroll. Per disciplinam meam lux videbis. Aha. Ein Stück eines Bleiglasfensters. Wow. Auf den großen Durchbruch zu hoffen, indem man sich jede Menge Statuen anschaut, war wohl doch etwas optimistisch, schätze ich. Maybe not. Let us try putting that... Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Ich habe immer Käsekästchen gespielt im Religionsunterricht. Let us try to put that gem into the scroll. Ein gewaltiges Bleiglasfenster bildete ein großartiges Mittelstück für die anderen Fenster. After we've looked at all these grapes, ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier, die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Ein steinerner Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Ein enormes Fenster. Im Vergleich zu dem daneben sieht es recht schlicht aus. This church actually reminds me of a real church in Paris. Well, this I forgot the exact location, but it's a church where there's an entrance to the Paris underground, I mean the catacombs. Ein großer blauer Edelstein. Yes, I know. Can we put that in the thing? No. Okay, this wouldn't have made much sense also. I mean, the gem would have... It would have... Yeah, needed to be. It would have to be in a certain shape in order to work as a lens, of course. So that's not very likely. Per Disziplin. Yeah, we've. Ein. Yeah. Auf den groß war wohl doch etwas. We've seen that already. Wenn die Statue irgendwie. Maybe there's something else about the statue. Wait. Die Statue eines Ritters. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Can we do something about that? Irgendwie sieht es moderner aus als das daneben. Maybe it has been renewed. Okay, can we smash this with the key? No, okay. Okay, let's take a look around. Maybe we missed something. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. So this certainly does look a bit suspicious. Can we look at the staff? Die Statue eines Ritters, der einen Stab und... Okay, there must be something else. There must be something that we can do with this bench. Ich habe keine Zeit. Eine Reihe alter Kirchen. Ich stelle mir all die Festen. Das Schwabbel. Das ist kein. Wow.
So we need a lens, probably. And something... Okay, let us try one... Oh, and I didn't activate the mouse capture, I just realized. Let us try to use the gem on the disk. I mean, we know that we need to use the gem on the tripod, but maybe it has two uses. No, that's not how you use it. Let's have a look at these graves again. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Das Grab eines Ritters, auf dem sein Ebenbild auf immer in Marmor ruht. Ich weiß nicht, um welche biblische Maybe we should talk to the clown. Maybe he knows something about the church. Or we could talk to who we know. Or maybe even to Nicole. Am Kopf der Treppe steht eine mittelalterliche Kirche. Let's talk to the clown again. Tagchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Do you know anything about that church? No, you don't. Bis später. Au revoir, monsieur. Okay, maybe the policeman does know something about it. Aha. Hallo, Wachtmeister. Hallo, Monsieur. I think I just realized something. It doesn't make much sense, but this is a video game, so maybe this is the solution. I suspect that we need to actually steal the glass from the policeman. Was halten Sie von dem Jongleur? Ah, ist einfach excellent. Sehr unterhaltsam. Na, aber blockiert doch die Straße und bildet ein Verkehrshindernis. Ja und? Ist amüsant? Der Verkehr nicht. Wenn den Verkehr blockieren will, wer bin ich denn, dass ich ihn aufhalte? Sie sind ein Polizist? Yes. Ah, oui, das bin ich. Ja, genau. I think his work ethic seems a bit lacking. Sie werden also nichts unternehmen wegen dem Kerl? No. Hat wahrscheinlich nicht mal eine Genehmigung. Ah, eine Genehmigung. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Was werden Sie also unternehmen? Sobald ich wieder im Revier bin, werde ich das sofort überprüfen. Im Revier? Warum fragen Sie ihn nicht einfach? Soll ich etwa seine Konzentration stören? Für was für einen Barbaren halten Sie mich eigentlich? Ah, Sie sind ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? Non, obwohl Sie wie einer jonglieren. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie ein Clown sind... Dann wäre das ja amüsant gewesen. Und keine solche Blamage für Sie. Was soll das heißen? Haben Sie schon mal von einem Clown in normaler Straßenkleidung gehört? Irgendwo war das ein gutes Argument. Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Aber wenn ich ohne Sie schlecht jongliere... Dann sind Sie ein, wie sagt man, jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden. Can I shake your hand? Möchten Sie mir vielleicht die Hand? Ich kann mich selbst gerade noch rechtzeitig stoppen. Einem Bullen einen Elektroschock zu verpassen, wäre nicht sehr klug. Wahrscheinlich würden die ihre Bastille wieder aufbauen, nur um mich reinzuwerfen. Can I show you this tripod that I stole? Was wissen Sie über die mittelalterliche Eisenverarbeitung? Schauen Sie sich doch mal dieses Schmuckstück hier an. Ein Dreibein, ein Stativ. Wofür? Sie meinen, Sie wissen es nicht? Nein, Monsieur. Und Sie auch nicht, vermute ich. How about this very suspicious giant gem? Schauen Sie sich diesen Edelstein an. Was halten Sie davon? Geschliffenes Glas? Oh nein, der ist echt.
Was für ein Verrückter würde denn rumlaufen und den Leuten mit einem unbezahlbaren Edelstein unter der Nase herumfuchteln? Also ist das entweder Glas oder ich bin verrückt. Es macht mir keinen Spaß, über diese Alternative allzu lange nachzudenken. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. And when we'll come back, folks, we'll try to steal the glass from the policeman. So until next time, folks, until then.